Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Wir befinden uns momentan in der Kathedrale, heißt das glaube ich? In der Kirche, wie auch immer. Und wir suchen nach einem bestimmten Buch. Ich weiß nicht, wo es zu finden ist. Aber man kann es ja mal versuchen. Ich habe halt das Gefühl, dass ich es bereits gefunden habe, weil das hier sieht verdächtig aus. Ich muss schon sagen, das sieht verdammt verdächtig aus. Okay, und das war's schon. Mehr Bücher habe ich nicht gefunden. Marathon. Oh, das kann ich lernen. Ich habe bei den anderen Büchern gar nicht drauf geguckt, ob ich lernen kann. Aber nee, da war das, glaube ich, da sahen die Bücher anders aus. Stimmt. Vitalität, Leben, geil. So, Mythen der Rhetorik lernen. Oh, du kannst jetzt nicht länger lesen. Dann lassen wir es auch. So, kann ich Met eigentlich brauen? Und ist 2 Maß Honig. Nee, ich glaube, obwohl Honig kann ich reintun, ne? 4 Maß Wasser, 1/4 Maß Hopfen, 1 Handvoll Salbei. Wir behalten mal das Buch. Ne, das packen wir meinetwegen in die Satteltasche. So, jetzt haben wir es mitten in der Nacht. Ich hole mir meine Fackel raus. Ah ja, wir haben ja Fähigkeiten. Lesen! Schnäppchenjäger, sämtliche Bücher in Läden sind günstiger, wenn du zum ersten Mal ein Fresko, ein Kreuz oder bla bla, okay. Die Lernstufe des Buchs, das du am meisten gelesen hast, erhöht sich im Schlaf, okay. Ganz gleich, wo du dich zum Lesen aufhältst, du bekommst immer einen Lernbonus und dein Redebonus beim Überzeugen von Wachen wird auf +3 erhöht. Ja komm, wieso nicht? Was ist Kartograf? Die ganze Karte wird aufgedeckt und offenbart dir alle besiedelten Orte, Jagdgebiete und Höhlen. Oh. So. Ach, Drecksschrank. Das muss hier in irgendeinem Kack-Drecksding sein. Wie schließen? Und sollst du die verdammten Bücher rausholen? Sufi, hast du ja nicht gesehen. Nehmen wir mit. Necronomicon 1. Bingo. Ah, geschafft. Okay. Sehr schön. Also war es doch in so einem Kackschrank. Gut. Hallo, Prio. Hast du hier zu suchen? Nichts, ich gehe wieder weg. Och nö, ich will mich hier nicht wieder durchknacken. Ich habe hier genug Türen geöffnet, ganz ehrlich. Was ist mit dir? Ich bin hier schon weg, chill mal. Hab's doch schon gefunden. Da läuft er. Wieso liegen hier überall Schuhe? Ah ne, ist immer noch derselbe Schuh. Glaube ich. Ich bin mir da nicht so sicher. Egal, ich hab's gefunden. Und damit. Hä? Habe ich die Tür nicht geöffnet? Nee, hier war das, ne? Ja, damit verziehen wir uns. Und gucken uns auf jeden Fall nochmal unsere Bücher an. Sind das beides Questgegenstände? Da, tatsächlich. Ein Buch über die Heilkunst, verfasst vom persischen Philosophen Abu Ali al-Husayn ibn Abd al-Allah ibn Sina, genannt Avicenna, was man sich deutlich leichter merken kann. Ich sehe schon. Okay. Wir sind um einiges schlauer geworden, haben 2 wunderschöne Bücher gefunden. Und somit kehren wir zurück nach Rattay. Bitte, oh, ich trage zu viel. Ich drehe am Rad. Okay, ach, wir haben hier noch was. Taschendiebstahl. Was bekommen wir denn da so Schönes? Was haben wir hier? Ich glaube, wir müssten jetzt Meister geschafft haben, ne?
Oder auch nicht. Gegenstandsexperte, freundlicher Nachbar, wenn dich jemand ein bisschen mag. Ja, hier, komm. Wieso nicht? So, Ferdi, wir müssen ein paar Bücher wieder loswerden. Die wiegen einfach viel zu viel. Brauche ein Pferd, was noch viel mehr tragen kann. Noch Prag. Zweimal Turniere. Über Simoni. Wer braucht Schlüssel? Kann alles weg. So, dann kann ich nämlich dir wieder ein paar Sachen geben. Und zwar den Morgenstern. Den kriegst du wieder. Du kriegst die Mönchskutte. Ja. Wie sieht's mit dir aus? Geräusche 50, schade. So. Hier, nimm das Einhornzeug, den Honig, den Wein, Schnaps. Pferd kann nicht mehr tragen. Okay, ich bin wenigstens nicht mehr überladen. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt mal auf unser Pferdchen. Und dann hauen wir hier aus dieser gottverdammten Stadt ab, die mich sowieso nicht leiden kann. Es geht. Es war schon mal schlimmer. Vielleicht, weil ich gesühnt habe. Überfall auf dem Weg. Es ist morgens. Solange ich was sehen kann, ist mir das recht. Eine Truhe, die ist hundertprozentig leer. Wo sind die Schweine? Ist da eine in den Busches? Hallo? Wo? Von wo kommen die Schweine? Was ist das? Wie? Ich bin schon wieder überladen. What the fuck? So ein Baumstamm. Wo sind denn die Typen? Hä? Hey, der Gute! Und merk mal Gott, was geht nicht? Ich hab nach dir gesucht. Großartig. Einfach so aus dem Nichts. Aus dem Nichts, der Schwein. Wieso bin ich jetzt schon wieder überladen? Ich habe doch nichts Großartiges dabei. Wieso trage ich den Scheiß nicht? Achso, ich kann nur eins davon. Geräusch 1, Geräusch 0. Ich finde das besser. Pferd kann nicht mehr tragen, ey. Okay, Ferdi. Gucken wir mal bei dir rein. Was kann bei dir weg? Hier. Scheiß darauf. Ansonsten haben wir wirklich nur das Nötigste hier drin. So, ich bin immer noch verdammt überladen, ey. Das Pferd kann ich nicht mehr tragen. Ich dreh durch. Ja, hier die ganzen Firmen, die sind so wertvoll. Ich bin so gierig. Ah, guck mal, das wiegt nicht. Was ist denn das? Info. Die Feder ist mächtiger als das Schwert, heißt es.
Wer auch immer das sich das ausgedacht hat, wurde sicher nicht alt. Das stimmt wohl. Lesen wir das jetzt Ende. Redekunst verbessert. Whee! Und jetzt schmeißen wir es raus. So, jetzt wiege ich auch nicht so viel. Eine leere Truhe dahin gesetzt, ey. Schweine, alles Schweine. Hätte wenigstens Geld drin sein können. So. Wir sind angekommen, Freunde. Yay. Ich möchte gerne die Fackel wieder ablegen. Wehe, das ist nicht das richtige Buch. Ich weiß, es heißt Necronomicon, aber das steht irgendwie eine 1. Wieso nicht 2? Oder nichts? Ich habe das Buch. Wirklich? Du bist ein guter Mann. Zeig her. Hier ist es. Wunderbar. Komm etwas später wieder. Ich muss jetzt den Zauber suchen. Ach richtig, hier. Deine Belohnung. 20, oh, 20 Groschen. Der Wahnsinn. Hi. Hast du es schon gelesen? Oh, Heinrich, welch großartiges Buch. Ich habe gefunden, wonach wir suchen, aber es wird nicht leicht. Der Zauber muss am Grab der Person gesprochen werden, die die Seele des Mannes davon abhält, Frieden zu finden. Und dabei muss etwas aus seinem Haus verbrannt werden. Ach, natürlich. Warum ist es nie etwas Einfaches? Sich mit den Toten abzugeben, ist eben eine komplexe Angelegenheit. Stell der Frau weitere Fragen. Sobald du weißt, was du wissen musst, hol etwas aus seinem Haus und finde das Grab der Person, die seine Seele davon abhält, Frieden zu finden. Dann komm zu mir zurück, damit wir den Geist gemeinsam verbannen können. Jesus. Und ich dachte, die Lebenden seien kompliziert. Ach du Scheiße. Okay. Verdammt. Was machst du denn hier? So fertig kommen wir. Wir müssen zurück. Oh, dieses Hin- und Hergereise macht mich fertig. So. Ja. Zurück zur Frau. Verdammt, bin falsch gelaufen. Was bildest du mich schon wieder an? Ich dachte, ich habe den Skill. Habe ich den jetzt wirklich immer noch nicht? Ich war beim Apotheker. Er glaubt, die Heimsuchung ist eine schlimme Sache. Erzähl mir was, was ich noch nicht weiß. Letzte Nacht konnte ich gar nicht schlafen. Ich lag im Bett und wartete auf seine Ankunft. Ist er dir erschienen? Und ist er aufgetaucht? Lange Zeit ist gar nichts passiert. Aber am Morgen wurde der Raum plötzlich kalt wie ein Grab. Mein armes Herz hörte fast auf zu schlagen, als ich eine Stimme hörte, die meinen Namen rief. Ich fiel auf die Knie und bat die heilige Maria um Beistand. Wann hört das endlich auf? Du musst dich beeilen. Wenn das so weitergeht, werde ich noch verrückt. Nee, irgendwer verarscht dich doch. Ah, wo bleibt Alois? Für den Zauber muss ich etwas aus dem Haus beschaffen, in dem der Geist lebte. Wo wohnte Alois? Nördlich von hier, links ab von der Straße aus Dedetschko. Aber dort gibt es nicht mehr viel außer Asche und Unkraut. Der Hof brannte ganz und gar nieder und Alois war noch drin. Oh, welch furchtbare Art zu sterben. Okay, wir müssen einen Zauber am Grab der Person wirken, die Alois davon abhält, in Frieden zu ruhen. Um ihn loszuwerden, müssen wir am Grab der Person einen Zauber wirken, die ihn davon abhält, in Frieden zu ruhen. Aber wer mag diese Person sein? Du hast nicht zufällig schon eine Grabstelle für dich selbst bestimmt, oder? Nein, Heinrich, ich habe dir nicht alles gesagt. Ich bin nicht die, mit der er noch eine Rechnung offen hat. Wer dann? Du solltest mir die ganze Wahrheit erzählen. Alois hatte eine Frau. Sie hieß Lara und war ein wahrhaft zänkisches Weib. Von morgens bis abends keifte sie ihn an. Er hatte nicht einen Tag Freude mit ihr. Sie haben sich gezankt wie die Kesselflicker, bis Lara eines Tages eine Laterne nahm und das Haus niederbrannte. Oh. Alois war noch drin.
Okay, ein weiterer Grund, nicht zu heiraten. Ein weiterer Grund, nicht zu heiraten. Zumindest so ein Biest. Ich sollte also Laras Grab aufsuchen, richtig? Du hast selbst gesagt, du willst die Person finden, die ihn daran hindert, Frieden zu finden. Als Alois tot war, verlor Lara den Verstand. Tagelang irrte sie in den Wäldern von Thalmberg umher, bis man eines Tages ihre Leiche fand. Ihr Haar war ausgerissen und das Gesicht von den eigenen Fingernägeln völlig zerkratzt. Sie begruben sie dort, wo sie gefunden wurde. Wo das war, weiß ich nicht. Ich höre mich um. Okay, ich gehe da mal. Mehr muss ich nicht wissen. Ich werde jetzt losgehen. Okay. Wir gehen jetzt zum Haus im Norden. Das bist doch bestimmt du, der sie verarscht. Ladenwache. Oder du? Du verarschst sie doch, Herr Metzger. Gott sei mit dir. Ich hörte, in den Wäldern soll irgendwo ein Grab sein. Weißt du, wo ich es finde? Du meinst das Grab der Verrückten? Die Leute sagen, ihr Geist wandle rastlos durch den Wald. Du findest ihr Grab, wenn du hoch in die Wälder gehst und vom Fluss aus etwas nach rechts gehst. Ist bei Tag schon schwer zu finden, bei Nacht verirrst du dich bestimmt. Danke. Ich werde es schon finden. Ich an deiner Stelle würde es sein lassen. Das ist kein guter Ort. Sicher. Na gut, immerhin. Oh, siehst du mal, haben wir schon die Markierung, ne? Ja, cool. So einfach geht das, Freunde. So einfach geht das. So, dann spazieren wir zuerst da nach oben. Ist das das Haus hier? Alles hier ist völlig verbrannt. Wo soll ich etwas aus dem Besitz des Toten finden? Ich nehme einfach etwas verkohltes Holz. Das sollte ausreichen. Ja, das Haus sitzt, gehört ihm doch. Öffnen. Easy. So, dann müssen wir das Grab finden. So. Das muss es sein. Lass sie in Frieden ruhen, oh Herr. Ich nehme mal hier die Blümchen mit, ne? Okay. Zurück zum L'Apothecaire. Weil wir ja nur heute noch nicht genug gereist sind. Ui, ich bin froh, wenn die Quest vorbei ist. Ich kann dieses Hin- und Hergereise nicht ab. Hallo? Ich will reisen. Es war dahin. Erneut zum Apotheker. Und ich hoffe, das war's jetzt. Wenn ihr jetzt genug hin und her gereist habt, die Welt erkundet, habt die Kathedrale erkundet. Ich kenne jetzt hier jeden Zentimeter auf diesem Weg. Willkommen! Ich habe alles, was wir brauchen. Ausgezeichnet. Wenn das so ist, bin ich bereit. Wir treffen uns nachts an der Kreuzung hinter Ledeczko. Ich werde dort sein. Wow, das hättest du mir auch per SMS mitteilen können. Guten Tag. Würdest du mich selbstverständlich... Ich möchte meine... Zuerst... Na, schade. Lebe wohl. Okay. Ist das dein Ernst? So, wir müssten jetzt auch mitten in der Nacht da aufkreuzen. Alter, reiß doch da einfach hin, Mann. Quäl mich nicht so, Spiel. Da will ich hin. Ja, ich bin mir sicher. So, wir müssten circa nachts da aufkreuzen. Stell dir vor, ich spiele dieses Spiel ohne schnell zu reisen, Alter. So, wo ist der Kollege? Willkommen, Heinrich. Ah, da bist du ja. Komm mit. Zieh mir nur kurz eine Fackel an, ja? Hey, pass auf! Ich merke ich mir. Was? Ich habe gar nichts gemacht. Ich hoffe, er kommt hinterher. Was machst denn du? Ah, er kennt die Abkürzung. Ulte. Kann ich ja schon mal hinlaufen.
So, und hier oben müsste das dann sein. Hä, hallo? Oh, komm, komm, wie kann man nur so behindert sein? So, hier ist das Grab. Da ist er endlich. Ja, ich mach Licht, alles gut. Mach hier Spuck drauf, mach dein Zauberzeug und ist gut. Mit dem Exorzismus, damit wir schlafen gehen können. Siana Kanpa. Sikia Kanpa. Galubara. Namtabara. Ashakbara. Gigimbara. Siana Kanpa. Sikia Kanpa. Galubara. Namtabara. Was ist das? Mach weiter. Lass dich nicht unterbrechen. Ich denke, das reicht. Der Geist ist sicher schon gebannt. Lass uns hier verschwinden, bevor etwas Schlimmeres auftaucht. Geh morgen zur Frau und finde heraus, ob es geholfen hat. Ich gehe lieber. Danke für deine Hilfe. Hier ist doch nichts. Ich meine, im wirklichen Leben hätte ich jetzt Schiss und wäre um mein Leben gerannt. Aber wir sind zum Glück im Spiel. Aber hier ist ehrlich gesagt nichts. Ich weiß nicht, wovor er Angst hat. Na gut. Wir müssen zu Madame zurück. Von daher werden wir es auch machen. Ich bezweifle aber, dass es funktioniert hat, weil es keine Geister gibt. Nur mal so. Ja. Trotzdem hat man Schiss. Man hat einfach Angst. Ernsthaft? So, meinem Pferd geht's gut. Stell dir vor, ich wäre jetzt gestorben. Das wäre der Albtraum gewesen. So, jetzt wollen wir sie nochmal nachts da besuchen, ne? Vielleicht erspielen wir schon mal etwas. Wo ist dein Geist, hä? Ich kann nicht mal mit dir reden. Vielleicht finden wir da irgendwas heraus. Oh, Schlösser knacken. Oh, sie ist gerade aufgestanden. Hallo? Mein Gott, was tust du da? Lass das, du Elster! Wache! Scheiße. Egal, klauen wir. Hilfe! Verhaftet mich! Gut. Hat sich nicht gelohnt. Ich hoffe, die Quest ist jetzt nicht kaputt. Im Leben nicht! Das nennst du kämpfen? Hey, du, halt! Ihr kriegt mich sowieso nicht. Viel zu viel Ausdauer. Ich habe viel zu wenig Leben für diesen Kampf. Es tut mir leid. Okay, ich bin frei. Du da, halt! Scheiße, mich ist Wasser, ne? Du, bleib sofort stehen! Hey, du! Halt. Lass mich in Ruhe, Mann! Was ist in deinem Leben schiefgegangen? Du da, halt! Ergib dich! Du hast das Gesetz gebrochen und wirst verhaftet. Ja, ja. Hau rein. So, ich habe die Wachen abgeschüttelt. Ich habe bis zum nächsten Tag gewartet. Und wir packen mal die Fackel weg. Laufen nochmal zurück. Wo auch immer zurück ist, da ist zurück. Ja. Und hoffen, dass wir nicht von den Wachen gepackt werden. Ansonsten ergebe ich mich halt. Ich hoffe, die Quest ist jetzt halt nicht fehlgeschlagen wie eine Kacke. Das wäre echt scheiße. Aber dass sie da gemerkt hat, dass ich ihren Scheiß da hier aufmache. Obwohl sie ja offensichtlich geschlafen hat. Seid ihr böse? Uncool. Hallo, Quatschbier. Wir haben den Zauber an Laras Grab gewirkt. Es war
wirklich gruselig. Maria, Mutter Gottes, und es hat nichts gebracht. Was? Willst du mir sagen, es war alles umsonst? Nur noch der Herr kann mich jetzt erretten. Ich brauche einen Pfarrer. Warum bist du nicht gleich zu ihm gegangen? Was soll er denn von mir denken? Um Geister kümmern sich schon immer die Kräuterfrauen. Aber nun bleibt mir keine Wahl. Frag ihn, was ich tun soll. Ich gehe zu ihm. Also gut, ich gehe hin. Aber das ist das letzte Mal, dass ich dir helfe. Hab Dank. Hier ein paar Groschen für deine bisherigen Dienste. Du bekommst mehr, wenn der Geist fort ist. Okay, Pater Goodwin. Bleib sofort stehen! Ja, ist gut. Hier, hi. Ergib dich! Du musst für deine Verbrechen gerade stehen. Jemand hat gemeldet, dass du Schlösser knackst. Das wird teuer. Leg dich nicht mit mir an, Freundchen. Das reicht. Mach's ja, sauber. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich einfach alle in Ruhe. Gut, Freunde, ich würde sagen, morgen sehen wir uns dann zu Pater Goodwins Part wieder. Und ja, dann schauen wir mal. Guckt euch mal die schönen Blübchen an, wie sie hin und her wackeln. Lass mich raten, wieder irgendwo am Arsch der Welt. Bis morgen, ciao.